What's it to walk on a silent road? To be thirsty and wait for the rain. What is it like? You wake me up with a ray of light. Tell me a joke, and if you don't know, well, never mind. Can't we just look at the sun? Ta da 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 da. Ta da da da. And live a lifetime in a day. Like some butterflies, but not quite the same. A lifetime in a day, in which we learn to fly out of a cage. Hansa, wieso ziehst du nie die Schuhe aus? Wozu denn? Hey Jungs! Schnell essen und los!
hatte ich Angst. Hansa! Heute Nacht lassen wir das verdammte Dorf hochgehen. Diese Schweine haben uns zu Flüchtlingen gemacht, weil sie uns aus unserem Land vertrieben haben. Dieses Land gehört uns allen genauso. Auch dann, wenn wir eine andere Herkunft haben. Hast du Feuer? Nein. Du redest nicht viel. Wann bist du zu der Gruppe gekommen? Vor 1,5 Jahren. Ich bin am längsten dabei, mit dem Boss. Wart ihr denn am Anfang nur zu zweit, Tansa? Als ich dazu gekommen bin, waren wir noch 11. Und was ist mit den anderen? Die, die sterben, ersetzen wir mit Jungen wie dir.
Also, es ist alles auf morgen früh eingestellt, wenn beide Gebäude voller Menschen sind. Doma, du übernimmst das graue Gebäude. Tansa, du versteckst diese Bombe im gelben Gebäude. Geht los! Thank you.
Tak mu je vek i leti brzo ko sam. Da, druže kapetan, da, druže kapetan. Vodi na Afrike, do Grčke, Atene, sudueti su nam puti, to kaže kapetan. Na warte, gleich kannst du was erleben. Mensch, soll ich wegen dir noch ein Magengeschwür kriegen? Willst du das? Bitte, Jungs, wir wollen doch alle, die zu uns kommen, mit wunderschöner Musik begrüßen, habe ich recht? Ja, das wollt ihr natürlich. Doch noch. Hör zu, wenn du so weitermachst, stecke ich dich für dein Falschsingen 2 Monate lang ins Loch. Willst du das? Nein. Guten Tag, Jungs. Sehr schön macht ihr das. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Uroš Petrović. Das ist der da. Er kam vor 3 Jahren in diese Anstalt. Er hatte 500 Straftaten begangen. Und morgen wird er in die Freiheit 550, entlassen. Herr das Direktor. Ist doch unwichtig. Aber nein, es ist nicht. Mein lieber Uroš, womit wirst du dich ab morgen beschäftigen? Wovon willst du in der Freiheit leben? Ich werde das Gleiche wie hier machen. Bravo, mein Sohn. Sehr schön. Tja, ist doch ganz klar. Und du, Tibor, was wirst du machen, wenn du rauskommst? Wie es aussieht, werde ich wohl wieder anfangen zu klauen, Herr Direktor. Er ist noch nicht lange hier, hat's nicht gelernt zu lügen. Hey, sobald ich morgen rauskomme, bringt mich Mare zu der Silvana, der Witwe vom Raschetter. Auf mich wartet Mirima. Wenn ich raus bin, werde ich sie gleich am nächsten Tag schwängern. Ist das die Mirima, die eine Nase hat, die aussieht wie der Kolben von einem neuen CZ-357-Revolver? Ja, verarsch mich nur, aber wenn dieser Raschetter angaloppiert kommt und auf dich eindrischt wie in einem Kung-Fu-Film, dann fliegst du von einer Anstalt in die nächste. Dann kriegst du blaue Augen und eine dicke Lippe. Und wie lange sitzt du noch? Ich? Noch einen Monat? 1,5. Und dann gehe ich direkt ins Farbgeschäft und sag zum Verkäufer, hey Chef, kriege ich für 100 Dinar Kleber, meine Schuhe sind kaputt. Wissen Sie, ich habe nicht genug Geld für neue. Und dann kriege ich voll die Dröhnung. Alle Merimas, Silvanas und anderen Mädels schwirren mir dann um den Kopf wie Schmetterlinge. Dir scheint ja richtig leid zu tun, dass du rauskommst. Halt doch die Klappe, hör auf mich zu verarschen. Wenn du hier drin brav bist, kriegst du, was du willst. Und wann du es willst und so viel du willst. Sogar aufhören kannst du, wann du willst. Aber draußen musst du das Spiel spielen. Und kannst nicht aufhören, wann du willst. Sogar wenn du brav bist. Nur wenn dein Vater dir wieder eine Flasche über den Kopf schlägt. Keine Sorge, ich hab keine Angst. Dir breche ich alle Knochen. Ich verpass dir eine. Dann spritzt dir das Blut aus dem Kopf. Hört auf, geht sofort nach draußen. Was ist los mit dir? Drehst du durch? Hast du Kleber geschnüffelt? Was denn für ein Kleber? Ich mach mich doch nicht kaputt. Hey, willst du es dir noch versauen? Morgen kommst du doch raus. Da gibt's diese Idioten nicht mehr und kein tu dies, tu das und keine Wärter, die schimpfen. Dann bist du endlich wieder in Freiheit. Ja, hier gibt's Wärter, die schimpfen. Draußen schimpfen sie nicht, aber da beschützt dich keiner vor solchen Dreckschweinen. Nesta Marica, ostale magna, tišina naj.
Ti brzo kosa, da druže kapetan, da druže kapetan. Od Južne Afrike do Grčke Atene, lepi su nam puti, to kaže kapetan. To život ciljuje mornara, uvek veseli smo svi, složno zapevajmo mi. U toci sreća nas zalaja. Und wann kommst du wieder, Urs? Ich komme nicht wieder, Herr Direktor. Ach wirklich? Wer glaubt dir das? Mein Onkel hat einen Friseursalon in Montenegro. Nein, du lügst doch wie gedruckt. Woher wollen Sie wissen, dass ich lüge? Ich weiß es, seit ich mich selbst beim Lügen ertappt habe, glaube ich keinem mehr. Male ptice lete saka jugu, one lete u svoj rodni kraj, svojom pjesmom pozdravljaju druge, jer proljeću došao je kraj. Willkommen, liebe Gäste, willkommen, Freunde unserer Anstalt. Die Besserungsanstalt Milorad Glushica Glusha hat die Ehre und die Freude, die sechste Generation seiner Zöglinge in die Freiheit zu entlassen. Und das in Anwesenheit unseres Justizministeriums. Afrike do Grčke Atene, sud lepi su nam puti, to kaže kapetan. Život svi je mornara, uvek veseli smo svi, složno zapevajmo mi, u god se kreće naša laža. Frische Ritze, allgemeine Apathie, draußen und im Gefängnis. Man spürt regelrecht den Energiemangel. One lete u svoj rodni gaj, svojom pesmom pozdravljaju druge, jer proleću došao je kraj.
Mari plove svi širom svijeta, putuju tamo gdje cvate sreća. Morari plove svi širom svijeta, putuju tamo gdje cvate sreća. To život sviju je morara, uvijek veseli smo mi, složno zapjevajmo svi. Put god se kreće naša lađa, tu se morna naš baš lijepo provodi. Čuj mornaru moj, dalek put je tvoj. O moj dom je taj, ti je mi sad pola i sve. O moj dom je taj, naj ove širo sveta. Ein kleines Geschenk für Sie und Ihre Familie. Ein Tiger für den gezähmten Tiger. Ein Globus fürs Büro. Und hier etwas für die Gattin. Und jetzt noch etwas ganz Besonderes. Ein 12-Gang-Fahrrad für Ihre sportlichen Aktivitäten mit der neuesten Technik. Mein Junge. Ich sage immer, Herr Direktor, man erntet, was man sät. Ich hoffe, Sie haben meinem blonden Zigeuner beigebracht, nicht mehr zu stehlen. Ja, hab ich. Die Kinder stehlen, selbst wenn's nicht nötig ist. Ein Leben lang sag ich zu ihm, tu's nicht, mein Sohn. Gott sieht alles, alles. Ja, die Jugend von heute. Warum weinst du denn? Weil ich dich endlich wiedersehe. Hier hast du ein bisschen Geld. Geh nach Montenegro zu meinem Bruder Buscher. Was hast du? Was ist los, Frau? Was heulst du? Der verfluchte Bengel ist doch jetzt frei. Und was ist? Habe ich euch nicht auf den rechten Weg gebracht? Ja, Herr Direktor, das stimmt. Und jetzt haut ab. Ich werde euch hoffentlich hier nie wiedersehen. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, Herr Direktor. Wir machen jetzt was miteinander aus. Morgen schicke ich dich zu Onkel Gorilla nach Sombor. Er ist ein sehr großzügiger Mann. Dort kannst du ein bisschen was arbeiten. Du weißt schon, was ich meine. Ich würde gern vorher zu Onkel Boja nach Montenegro in den Friseurladen. Welcher Boja denn? Was für ein Friseurladen? Wir haben nichts mehr zu essen. Und kein Geld in der Tasche. Die Leberoperation hat mich ein Vermögen gekostet und deine Geschwister sind zu nichts zu gebrauchen. Die können nicht mal klauen. Ist das kein Problem? Eigentlich schon. Ich frag dich, ob das ein Problem ist. Ist es. Ah. Komm schon. Siehst du den Mercedes? Da ist sicher Geld drin. Hol es. Wieso schlägst du meine Kinder, du Idiot? Du Schweine! Wieso schlägst du die Kinder, obwohl sie dir was geben? Verstehst du nichts. Und wenn sie dir nichts geben, schlägst du sie auch. Und dann lässt du dich voll auf. Hau ab, Frau! Warum tust du das? Verzieh dich, habe ich gesagt! Verzieh du dich, du Säufer! Du brutales Schwein! Ah, wieso schlägst du meine Kinder? Du Verrückter! Du Säufer! Halt, geh jetzt!
Was habe ich dir gesagt? Wenn du hier drinnen brav bist, lassen sie dich in Ruhe spielen. Was du willst und wann du es willst. Und so oft du willst und du kannst jederzeit aufhören. Aber dort draußen kannst du nicht aufhören, wenn du es willst. Ah. Keiner kann 50 Cent töten. Die haben schon 9 Mal auf ihn geschossen. Ich hab gehört, es waren 10 Mal. Mir doch egal. Game wurde auch schon angeschossen. Glaub mir, gegen Game hat 50 keine Chance. Game hat nur 5 Mal was abgekriegt. 50 haben sie sogar mitten ins Gesicht geschossen. Und der hat die Kugel wieder aus dem Mund rausgespuckt. Aber Game haben sie aus nächster Nähe in seine Brust geschossen. Der hat keine kugelsichere Weste. Mhm. Ist mir doch egal, was du redest. 50 Cent ist durch nichts zu stoppen. Ich wette um $5. Wenn die sich gegenüberstehen mit einer 9 mm im Anschlag und aufeinander feuern, geht 50 als Erster in die Knie. Mhm. Das ist bescheuert. Nein, du bist bescheuert, Blanca. Ich bin nicht sitzen geblieben, sondern du, La Cuida. Jetzt hast du es mir gegeben. Ich bin nicht sitzen geblieben. Hey, die haben du mich denn? Nur in eine falsche Klasse gesteckt. Ich war zu jung und jetzt mache ich sie eben nochmal. Ja, sicher. Ja, okay. Ja. Wie auch immer, ist ja egal. Aber wenn Biggie und Tupac von den Toten auferstehen, würden sie zu 50 und Game sagen, wieso seid ihr Nigger so bescheuert? Weißt du was? Bis später, Blanca. In Ordnung. Bis dann, La Cuida, Katie, Patrice, Anika. Wieso kaufst du immer noch von Harry? Sein Stoff ist nicht sauber. Lass Harry in Ruhe, klar. Er gibt uns Kredit, da kann man nicht Nein sagen. Schreck das Zeug dermaßen mit dem Scheiß, könnte man einen Kuchen backen. Halt deine Klappe, verstanden? Halt du doch deine Klappe. Der Stoff ist richtig gut, außerdem kannst du gar nicht Kuchen backen. Was hat denn das damit zu tun? Lass mich auch mal probieren. Ach, du willst probieren? Diese HIV-Medizin frisst mein Methadon auf. Du weißt doch, Methadon zerstört deinen Körper. Oh, ist mir egal. Du bist für den Rest deines Lebens von dem Zeug abhängig. Weißt du, was ich meine? Fester, zieh es fester. Okay. HIV, AIDS, ist doch alles eine Regierungsverschwörung. Auch die Medikamente, die du nimmst. Gift. Ja, ja. Ja, ja. Was hat er gesagt? Ich habe AIDS. Ich bin Soldat, so schnell gehe ich nicht kaputt. So, ist das gut. Blanca! Steph! Was machst du denn? Du Nein. weißt doch, dass du anklopfen sollst. Du musst mir nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Du sollst anklopfen. Du sollst erst anklopfen. Ist alles gut. Entschuldige. Blanca, geh in dein Zimmer, okay? Ich hab mich doch entschuldigt. Scheiße. Sie hört einfach nicht. Ist schon in Ordnung. Jetzt beruhig dich doch. Ich geh zu ihr. Hast du es verschüttet? Lass mir aber was übrig, okay? Gott schütze dich. Wie geht's dir? Wie war die Schule heute? Schon wieder von der Schwester? Mir geht's nicht so gut. Was ist passiert? Nach dem Mittagessen war ich den ganzen Nachmittag im Krankenzimmer. Die Schule hat versucht anzurufen, aber weil das Telefon ja wieder abgestellt hey, ist... Hey, du hast doch ein Dach über dem Kopf, richtig? Das ist alles, was wir haben, sonst haben wir gar nichts. Alle anderen Kinder haben iPod, Sidekick, PSPs. Ich hab noch nicht mein billiges Handy. Dad, kannst du keinen Job finden? Hey, 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 was redest du da? Wovon redest du, hä? Ich rede von dir. Ich war beim Desert Storm, okay? Ich krieg meine Rente, weil ich meinen Teil geleistet hab. Ich hab für mein Land gekämpft. Du bist wie eine CD, die hängt. Du hast wirklich ein freches Mundwerk. Ich warne dich. Ich warne dich. Hey, in Ordnung, das reicht. Hast du die Vitamine geschluckt? Nein. Dann nimmst du sie jetzt. Sammy, hol mir ihre Vitamine. Ach, das Zeug brauchst du nicht. Sammy, hol jetzt die verdammten Vitamine. Das bringt doch nichts, diese blöden Vitamine. Baby, wieso denkst du nicht dran? Du musst auf dich aufpassen. Entschuldige. Nein, das reicht nicht. Ich hab's einfach vergessen. Sammy! Ich komme! Hör auf, ständig meinen Namen zu schreien. Sammy! Ich bin ja hier. 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 Ich trink's nachher. Nein, du weißt doch, dass du das Zeug regelmäßig nehmen musst. Nimm es jetzt. Oh. Sie will's eben nicht nehmen. Wieso hast du das nicht in der Apotheke auffüllen lassen? Weil ich gesagt habe, dass ich's nicht brauche. Ja, ich hasse es, diese Vitamine zu nehmen. Wieso brauche ich die überhaupt? Weil was mit unserem Blut nicht in Ordnung ist und wir es sauber halten müssen, das weißt du doch. Jetzt komm schon. Willst du nicht so sein wie Mami? Was ist daran so lustig? Ach, nichts. 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 Ich hasse dieses Zeug. Das schmeckt eklig. Ja, ich weiß. Sammy, sie hat nichts mehr. Ja?
Könntest du wenigstens das für deine Tochter tun? Mit diesem Tochterscheiß. Ich weiß, dass sie meine Tochter ist. Halt mir das nicht ständig vor. Sammy, warte! Bin gleich zurück. Nein, ich gehe. Hier, halt mal kurz. Nein, warte, Sammy, warte! Warte, Baby, warte! Baby, lass die Tasche da, bitte. Was? Was? Lass mir was da. Hier. Nimm nicht alles. Heb mir was auf. Okay. Hey, entschuldige. Komm her. Beeil dich. Alles klar, geh zu ihr. Hey, Süße. Mhm. Hast du sie alle genommen? Ja? Das ist mein Mädchen. Komm her. Komm, leg dich hin. Okay. Ich mach dir was zu essen. Makaroni mit Käse? Mhm. Ja? Mhm. Oh, noch mehr Käse. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Okay, ich bin gleich nein, wieder da. Nein, bleib bei mir. Nein, 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 ich muss kurz was machen. Ich bin gleich zurück. Alles klar? Bezahlst du endlich mal deine Rechnung? Demnächst sind wir in Ordnung. Ich verspreche es in ein paar Tagen. Das hast du vor ein paar Tagen auch schon gesagt. Ich weiß, aber meine Tochter ja, ist krank. Schon klar. Okay, sie ist krank. Ich bin gleich wieder da. Ich kann jetzt nicht reden. Ich kann doch nicht mal klar denken. Wer sagt, dass du reden sollst? Und wer sagt, dass du denken sollst, Mann? Warte auf mich, ich bin gleich wieder da. Ja, ich warte auf dich und dann bezahl deine verdammte Rechnung! Wie geht's, Mrs. Carabrello? Mir geht's gut, danke. Ja? Warten Sie schon lange? Ich warte hier schon 10 lange Minuten. Dieser Fahrstuhl funktioniert fast nie. Soll ich Ihnen was tragen helfen? Nein, danke. Ich wohne ja nur am 2. Stock. Okay. Hören Sie, wenn Sie Probleme mit diesen Drogensüchtigen haben, sagen Sie mir Bescheid, ja? Ich mag keine Junkies. Ja, ich mag auch keine Junkies. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. Ja, klar. Adios. Mami, was ist mit dir? Mami? Gott, Vater. Mami? Mami! Blanca, mach ein Fenster auf! Mach ein Fenster auf! Komm schon, komm schon. Scheiße. Mami, ist alles in Ordnung? Mit Mami ist alles in Ordnung. Geh sofort in dein Zimmer. Ich mach das schon. Mami, geht's gut? Jetzt geh in dein Zimmer! Sofort, bitte geh in dein Zimmer! Mami, komm her. Was machst du denn? Komm mit. Steh auf. Hab ich was kaputt gemacht? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich mach das schon. Geh zu Blanca. Alles okay. Lass mich erst mein Gesicht aus. Du siehst gut aus. Rede mit ihr. Okay, Baby. Hier kommt Mami. Hier ist sie. Ist alles in Ordnung? Mami, bleib bei dir. Ich kümmere mich hier um alles. So, verdammter Mist. So eine Scheiße. Dieser Mistkerl streckt das Zeug. Was machst du denn da? Soll ich die Feuerwehr rufen? Was ist passiert? Es ist alles in Ordnung. Tut mir leid. Sie hat die Macaroni anbrennen lassen. Sammy! So ein Idiot. Kannst du ihr ein Happy Meal holen? Was soll ich? Wo ist ihr ein Happy Meal? Ein Happy Meal? Ja. Okay, ein Happy Meal mit was? Mit Käse. Okay, ein Happy Meal mit Käse. Sonst noch was? Ein Schokoriegel. Ein was? Ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel! Alles klar. Ich kauf 2 Scheißmenüs und 2 Schokoriegel. Ich schmeiß das Geld raus, nur weil du nicht aufpassen kannst. Okay, ich bin gleich wieder da. Die Burger mit beschissenem Käse. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich so lieb, Baby. Okay. Es tut mir so leid. Ist okay. Okay. Guckt sie euch doch an. Sie hält sich für was ganz Tolles, nur weil sie hellere Haut hat. Kommt mit, wir ärgern sie ein bisschen. Ja. Los, kommt mit. Gleich gibt's was zu sehen. Kommt mit. Hey, Lack wieder. Was willst du denn machen? Komm mit, dann wirst du es gleich sehen.
La Guida zieht eine Show ab. Hi, La Guida. Ups. Entschuldigung. Lässt du dir das etwa gefallen, Blanca? Na, das ist ja jetzt total dreckig, du Mann. Du solltest dir wirklich eine reinschlagen. La Guida! Wieso fängst du immer mit mir Streit an? Kämpf! 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 Du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Du bleibst schön da und verhältst dich ganz ruhig. Was willst du noch? Oh, ihre Eltern sind AIDS-krank. Mach mich bloß nicht voll mit Blut. Deine Eltern haben AIDS. Du bist ein AIDS-Baby. Halt die Klappe, du bescheuerte dumme Kuh! Du hast ja keine Ahnung. Hau ab! Du hast AIDS. 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 Ist nicht so schlimm, Blanca. Nur ein kleiner Schnitt. Muss nicht genäht werden. Das war's schon. Danke. Bitteschön. Bitte, das ist wirklich eine sehr heikle Angelegenheit. Ich will mit Ihren Eltern reden. Rufen Sie sie an und zwar sofort. Bitte beruhigen Sie sich. Mich beruhigen? Mich beruhigen? Sie haben ein Kind, das AIDS hat hier in dieser Schule und Sie wollen, dass ich mich einfach so beruhige? Sie wissen doch gar nicht, ob sie AIDS hat. Was ist, wenn sie jemanden anniest oder beim Sportunterricht ihr Schweiß auf jemanden tropft? Was wissen Sie denn schon? Offensichtlich wissen Sie etwas, was ich nicht weiß. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit. Hören Sie, Sie können doch nicht so ein Kind auf der Schule lassen, ohne uns Eltern zu informieren. Ich versichere Ihnen, wenn das nicht in Ordnung wäre oder eine Gefahr bestünde, dann wären die Eltern die Ersten, die es erfahren. Sie müssen sie in Quarantäne stecken oder sowas. Ich habe nie gesagt, dass sie infiziert ist. Außerdem bin ich nicht befugt, über irgendetwas zu reden, was nur einen unserer Schüler persönlich angeht. Dann frage ich Sie eben selbst. Was hast du für ein Problem, hä? Bist du krank oder was? Hast du was zu sagen? Hören Sie bitte auf! Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Ich weiß nicht, aus was für einem kaputten Elternhaus du kommst, aber ich bin nicht deine Mama. Und du wirst mir jetzt antworten. Und ich muss mich anständig verhalten, wenn ich dir eine Frage stelle. Sie dürfen so nicht mit dir reden. Sie haben kein Recht, so mit Blanca zu reden. Ma! Halt deinen Mund. Geh wieder in die Klasse, La Guida. Blanca, gehst du auch wieder in deine Klasse? Denkst du, du kannst einfach so weggehen? Lassen Sie sie in Ruhe. Sie haben wirklich schon genug angerichtet. Mein Gott. Hey, Blanca. Wie willst du denn jetzt einen Freund kriegen? Wer ist so verrückt und küsst jemanden, der AIDS hat? Du wirst doch nicht mehr in unsere Schule gehen, oder? Doch, sie kommt wieder, aber sie wird in so einer Plastikblase stecken. Wie hast du das überhaupt gekriegt? Bist du lesbisch? Kennst du ihre Mutter und ihren Vater? Die sehen aus wie Zombies aus Michael Jacksons Thriller. Ihre Mom ist ein cracksüchtiger Junkie. Ihr Dad auch. Wenn sie wieder auf unsere Schule kommt, gehe ich auf eine andere, wo sie keine diesen Krankheiten haben. Wieso geht ihr Mädchen nicht einfach nach Hause? Stupido! Verschwindet! Hey! Alles okay, mein Kind? Mir geht's gut. Danke. Hör zu, geh nach Hause, okay? Dann kommst du später mit deinem Vater zurück und holst dir ein Eis. Okay. Baby, ich will nur, dass du die Medizin mit uns zusammen nimmst. Ich weiß, davon redest du ständig, von dieser Medizin. Du redest nur noch darüber, aber ich glaube nicht an diese Medizin. Wieso? Weil das Schwachsinn ist. Das ist Schwachsinn. Du bringst Blanca mit der Medizin um. Du zerstörst dich selbst. Sieh dich doch an. Du warst wunderschön, jetzt sieh dich an. Das ist nicht nur wegen der Medizin. Ich bin auch auf Methadon. Das ist doch dasselbe. Dieselben Leute. Dieselben Leute, die dir Methadon geben, geben dir auch die Medizin. Das ist Schwachsinn. Ich komme doch nicht aus dem Irak, um an einer scheiß Medizin zu sterben, okay? Warte, ich kann diese Irak-Scheiße einfach nicht mehr hören. Du bist infiziert, genau wie wir, Sammy. Du hast AIDS und du hast HIV und Hepatitis B und C. Was redest du da? Du willst doch nicht mal zugeben, dass du dasselbe hast wie wir. Du kannst doch nicht mal zugeben, dass du mich angesteckt hast. Halt die Klappe, hör auf. Aufhören? Schieb das nicht auf mich. Auf wen sonst? Schieb das ja nicht auf mich. Vielleicht hast du mich angesteckt, so wie du mit deinem Arsch durch die Gegend gewackelt bist. Ich war Jungfrau, als ich dich kennengelernt habe. Ich habe nicht mal Drogen genommen, bevor ich dich kennengelernt habe. Komm schon, Jungfrau. Denkst du, ich habe nichts über dich gehört, als ich weg war? Glaubst du, ich habe nichts gehört? Ich war mit keinem anderen zusammen, als du weg warst. Du bist doch zurückgekommen und hast das ganze Haus gefickt. Weil mit dir zu ficken so ist, wie mit einem Arzneischrank zu ficken.
Mit mir ficken jetzt wie mit einem Arzneischrank. Ja, genau so ist es, ja. Jetzt weißt du es, ja. Dann hättest du mich auch nicht anstecken brauchen. Du hast mich angesteckt, Sammy, und ich habe unsere Tochter angesteckt. Scheiße! Blanca! Baby, was machst du denn da? Wie lange bist du schon hier? Blanca, was ist passiert? Was ist mit deinem Kopf passiert? Ich habe mich geprügelt. Mit wem? Warum hast du dich geprügelt? Ich werde sterben. Was? Was redest du denn? Hat dir das die Schwester erzählt? Alles, was die anderen über euch sagen, ist wahr. Ihr seid Junkies. Nein. Nein, Baby. Baby, das verstehst du nicht. Hör zu, hör zu. Du verstehst das nicht. Alle machen sich lustig und sagen, ich sei ein AIDS-Baby. Ich bin halt in der Schule geschlagen worden. Süße, süße. Lass! Fass mich nicht an! Hör zu, alles wird gut, ja? Du wirst nicht sterben, okay? Komm her, du wirst nicht sterben. Du musst nur auf Mami hören. Hör einfach auf Mami und nimm deine Medizin, okay? Und was bringt das? Komm her. Nein, sag das nicht. Das stimmt nicht, Baby. Okay, sieh mich an. Baby, bitte. Baby, ich liebe dich. Es tut mir so leid. Okay? Mami, tut es leid. Mir tut's auch leid. So. Ich will nicht sterben! Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben, hörst du? Hörst du? Du wirst nicht sterben, hast du verstanden? Du wirst nicht sterben, Baby. Alles wird gut. Du stirbst nicht. Komm her, Baby. Alles wird gut. Komm her. Ich kümmere mich um dich. Komm her. Komm, ich warte. Nachher? Klar. Komm her, Süße. Ich hab dich richtig. Ich dich auch. Hi. Komm rein. Hier ist noch ein Platz für dich. Haben deine Eltern dich hergebracht? Ja. Du hast großes Glück. Es ist ziemlich selten, dass ein Kind in deiner Situation beide Eltern hat. Stellen wir uns jetzt vor, ich bin Jim. Ich bin ein Berater bei der HOT, Gesundheitsorganisation für Teenager. Hier muss keiner was sagen, wenn er nicht will. Aber begrüßen wir unser neues Mitglied. Wer fängt an? Ich bin Mike. Ich bin 19 Jahre. Und ich komme jetzt schon seit 2 Jahren hierher und das hat mir wirklich viel geholfen. Eigentlich rede ich nicht gern über das, was ich habe, aber wir fühlen uns hier alle ziemlich wohl. Ich meine, ich habe ein paar Sitzungen gebraucht, bis ich über all das reden konnte. Tja, ich war vor ein paar Jahren noch ein obdachloser Teenager. Und ich lebte auf der Straße. Und dann wohnte ich in dem Haus von diesem Typen. Und der war auch ganz nett, aber er hat mir nicht gesagt, dass er HIV-positiv ist. Mein Name ist Lourdes. Ich komme seit ungefähr 3 Jahren hierher. Ich bin 14 Jahre alt. Mein Onkel hat mich sexuell missbraucht, als ich noch ganz klein war. Er hatte AIDS. Jetzt ist er tot. Dr. Jim sagt mir immer, dass das kein Todesurteil ist. Ich hasse meine Medizin, aber ich nehme sie. Mein Name ist Tyrone. Ich bin 17 Jahre alt. Und ich habe beide Eltern verloren. Sie starben leider an AIDS. Meine Mutter starb, als ich 7 war. Und ich verlor meinen Dad, als ich 9 war. Ja, das war ziemlich hart für mich. Nicht meine Eltern zu haben. Und auch keine Freunde. Man könnte eigentlich sagen, ich habe niemanden. Ein paar Leute sagen, ich habe es, weil es meine Eltern hatten. Aber das ist nicht wahr. Ich bin gern hier. Für mich ist diese Gruppe wie eine Familie. Thank you.
Mein Name ist Blanca. Senna. Er hat gewonnen, aber du hast wieder nichts gewonnen. Guck mal, wie findest du das? Nur zwei Dosen. Schrecklich. Natürlich gewinne ich. Willst du es sehen? Eins, zwei, los. Hey, Sao Paulinho. Vom Dosensammeln kannst du dir keine geilen Turnschuhe kaufen und auch keine echte Goldkette. Er kann sich kaufen, was er will. Weißt du, was sowas kostet? Klar. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Los, Bilou. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, Joao. Bilou, wo ich hingehe, kriege ich 4 Real pro Kilo. Wo gehst du hin? Du weißt noch, wo das ist, oder, Joao? Ja, aber die Kleine will ich nicht mitnehmen. Bilou, du bleibst hier, ja? Joao, geh los und vergiss nicht, die Siegelsteine mitzubringen. Ich werde eine ganze Menge mitbringen. Kilo Dosen. 16 Real. 30 Kilo Pappe. Dafür kriege ich 6 Real. Hier ist noch mehr. 30 Kilo? 30 Kilo. Hey, du hast Kupfer gefunden. Ja, wie viel ist das? 30 Kilo Kupfer. Wie viel Tattoo? 240 Real. 30 Kilo Kupfer. 262. 3 Kilo Dosen. 12 Real. Signor Paolo, kann ich von Ihnen einen Wagen mieten? Nicht mieten, nur borgen. Aber es gibt keine mehr. Und was ist mit diesen? Alle reserviert für morgen. Ihr müsst früher kommen. Gut, früher? Ja, früher. Der Nächste. Hey, Kleiner, nimm meinen Wagen. Für 5 Real. Pass auf, der weiß. Hat der einen Motor? Nein, hat er nicht. Sein Motor ist das Herz. Was ist das denn? Das ist ein Ferrari. Der gehört mir. 1-0 für Sao Paulo. Komm, steig auf. Pass auf, Sao Paulinho. Bring das Mädchen heil nach Hause. Ist das dein Karren? Was? Ist das dein Karren? Ja. Dann leg das rein und komm zu mir.
Vilu! Sao Paulo 2, Vilu 0. Das werden wir nachher noch sehen. Nimm die Kiste, ich warte drinnen auf dich. Hey Mädchen, was machst du hier? Ciao. Was soll das werden? Nimmst du mir die Kunden weg? Wer hat gesagt, dass du hier arbeiten darfst? Hä? Klaust du mir meine Kunden? Los, antworte! Dass du wegkommst! Hör auf, Kleiner! Hast du dir wehgetan? Nein. Hey, Junge, wo warst du? Ich hab drinnen auf dich gewartet. Und wer bezahlt mir jetzt das ganze zermatschte Obst? Das bezahle ich schon. Ja, das wirst du auch müssen. Sag mal, gibst du mir eine Orange? Danke. Siehst du den Karren Nummer 11 dort hinten? Das ist meiner. Ich tausche eine Fuhre mit dem Wagen gegen eine Partie mit eurem Spiel. Was meinst du? Ja, aber jede Partie kostet 25. Bezahlst du? Ja, abgemacht. Ich bin auch dabei. Hey, jetzt losen wir aus, wer zuerst spielt. Kommt her! Los, weiter, mach schon! Das Spiel ist vorbei. Hey, du hast verloren! Du bist frei! Das Geld hier rein! Hier hast du's. Los, die Nächsten sind dran! Ja, sehr gut! Ciao, Sao Paulo 2, Bilu 1. Das geht nicht, so heißt kein Team. Mein Team ist Brasilien. Sao Paulo spielt nicht gegen Brasilien. Team ist Team. Na gut, meinetwegen, Sao Paulo 2, Brasilien 1. Das sind sie. Die besten Orangen und die billigsten auf dem ganzen Markt. Aha, bist du sicher? Ja. Na gut, dann nehmen wir eine Kiste mit. In Ordnung, hier, fass an. Na los, komm schon. Verloren. Ah, sehr gut. Mann. Okay, naja, danke. Es läuft nämlich jeden Tag so. Bilu, wach auf. Mach gut. Komm mal wieder. Bis dann, Jungs. Wir sehen uns. Ja, war toll. Hey, willst du schauen? Danke. Hey, Sao Paulinho. Komm her. Bring diese Kiste zur Bäckerei. Vielen Dank. Sehr gut, Kleiner. Danke. Oh, darf ich die Pappe und diese Dosen mitnehmen? Na klar. Brasilien hat schon wieder ein Tor geschossen. 2-2. Guck mal, was ich gekriegt habe. 2-2 ist okay. Siehst du, die hier ist noch ganz in Ordnung. Hilf mir das aufsammeln. Wo ist der Schrottplatz? Gleich da vorne. Wo denn? Unter der Autobahn. Wir sind gleich da. Hier? Und was machen wir jetzt? Wir machen einen Umweg.
Wir müssen uns beeilen, bevor die schließen. Die schließen? Samstag schließen die um 11. Schau, wie viele Ziegelsteine können wir dann kaufen? Ein Haufen Ziegelsteine und auch neue Turnschuhe. Spinnst du? Ich will lieber ein Steak und Pommes frites. Wo ist das Problem? Wir können auch noch ein Steak und Pommes frites kaufen. Schon zu. Wie spät ist es? 11:15 Uhr. Komm, Zhao. Versuch's noch mal. Gleich geht's. 1, 2, 3. Gleich bist du oben. Du schaffst es. Au. Weiter, weiter. Mach schon. Senior Paul! Senior Paul! Senior Paul! Machen Sie das Tor auf! Komm runter, Bilou. Entschuldigen Sie. Was kann man machen, wenn das Tor geschlossen ist? Gar nichts. Du musst leider bis Montag warten, bis sie das Tor wieder aufmachen. Aber dein Kahn lass nicht hier stehen. Das ist zu gefährlich, denn dann wird er gestohlen und die Pappe nehmen sie auch mit. Nehmt die Was Sache. Machen wir denn? Weiß nicht. Können wir jetzt nach Hause gehen? Wir können nicht nach Hause. Wer passt auf die Sachen auf, wenn wir nach Hause gehen? Keine Ahnung. Dann bleiben wir hier. Komm schnell, Joao! Ich bring den Wagen zurück. Das Depot ist schon geschlossen. Wir müssen zurück nach Hause. Wieso seid ihr nicht früher gekommen? Weil wir weit weg wohnen. Bitte hilf uns. Okay, kommt, aber wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Reifen passiert? Er ist geplatzt. Das ziehe ich euch ab. Habt ihr noch mehr Pappe? Nein, das ist alles. Kilo mal 20. 18 Real. Aber ich muss was abziehen. Wieso abziehen? Die Pappe ist ganz nass und das Wasser wiegt mehr als die Pappe. Wie viel wird abgezogen? 50%. Die Hälfte von 18. 9 Real. Die ist noch perfekt. 3 Real für die Flasche. 9 und 3. 12 Real. 12 Real. Wollt ihr die Satellitenschüssel verkaufen? Nein, die nehmen wir mit nach Hause. Gut, dann nicht. Warte, wir haben noch einen Sack Dosen. 3 Kilo Aluminium. Dann plus 12 Real. Nicht 12, plus 9 Real. Du bist wohl nicht gut im Rechnen. Wieso 9? 3 mal 3 macht 9. Wieso 3? Gestern gab's noch 4 fürs Kilo. Der Dollar ist gefallen. Na und? Wenn der Dollar fällt, fällt der Preis für Aluminium und Pappe. Und? Was ist? Könnt ihr lesen? Na gut. Ich zieh 4 für den Reifen und 5 für das Mieten des Karrens. Wieso für das Mieten? Die haben ihn doch verloren. Schon in Ordnung. 13 Real. Und jetzt haut ab, ich hab noch viel zu tun. Pagode.
Und was ist mit meinem Pommes frites? Das Geld ist schon alle. Wie konnte das passieren? Morgen gehen wir wieder dorthin, holen uns den Karren und dann kaufen wir uns Pommes frites. Na gut, meinetwegen. Aber pass auf, dass du nicht wieder in ein Schlagloch fährst. Was? Ich bin nur in das Schlagloch gefahren, weil dieser Idiot die ganze Straße für sich allein wollte. Bist du bereit, zurückzugehen? Ich weiß nicht. Was ist? Ist dir schlecht? Hast du eine Panikattacke? Oh Gott, ich weiß es nicht. Beides. Reiß dich zusammen. Na komm schon. Das ist nun mal deine Arbeit. Oh, bitte. Ich mache diese verdammten Fotos und werde aber noch halb verrückt. Dann geh doch zum Roten Kreuz. Die Menschen müssen diese Sachen sehen, verstehst du nicht? Ich meine, es ist doch so, ich habe nie jemanden gerettet, oder? Ich mache nur Schnappschüsse und dann gehe ich weiter. Hör mal, Menschen meiden Kriegsgebiete, wenn es geht, nicht wahr? Du zeigst ihnen, was da los ist. Toll. Ich brauche jetzt eine Zigarette. Aber draußen... I
sein Gürtel. Du bist ganz schön verrückt. Ja. Kann ich das haben? Ja, klar. Was hat dich aufgehalten? Das weiß ich auch nicht. Was machst du denn so? Ich bin Fotograf. Und was fotografierst du? Kriege und so ein Zeug. Cool. Nicht wirklich. Und wo fährst du denn hin? Westafrika. Klingt ja heiß. Hier ist es immer so verflucht kalt. Siehst du das? Nicht schlecht. Und was kann man hier so machen? Alles Mögliche. Ja. Zeig mal deine Kamera. Nein, wieso nicht? Oh, davon muss ich ein Foto machen. Aussteigen. Wow, soll ich dir helfen, Mark? Das mache ich schon. Kommt, wir gehen auf die andere Seite vom Fluss. Wartet! Halt schon mal. Ja. Los, schnell, ihr zwei! Hey, wartet doch! Wartet auf mich! Lass mich nicht allein! Wartet auf mich! Das hier wird jetzt etwas härter. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ja, nein. Absolut sicher. In Ordnung. Los! Seht mal, da ist Goran. Kommt mit. Ja.
Das war knapp, was? Jonathan, Goran. Goran, Jonathan. Kommt, lass uns von hier verschwinden. Ja. Gefunden? Wir haben Granaten, 12 Packungen Zigaretten, coole Munitionsbehälter, Uniform. Uniform? Was? Nicht von unseren Soldaten. Und die brauchen bestimmt keine mehr. Genau! Also, warum bist du hier? Wo sind deine Eltern? Habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Keine Eltern, keine Schule. Meine Großmutter und ich wollten in ein Lager hinter der Grenze. Unser Bus wurde... beschossen? Genau, meine Großmutter war tot, da bin ich geflüchtet. Jetzt bleibe ich bei denen hier, bis alles vorbei ist. Wir haben alle keine Familie. Keine Angst, dir wird nichts passieren. Fertig? Was? Ja. Los, Mac! Jonathan, deine Mami ruft dich. Halt die Klappe. Halt du doch die Klappe. Halt auf. Dein Taxi ist hier. Wo steckst du nur? Bist du bereit, zurückzugehen? Klar, wieso nicht? Bis dann. Bis dann. Manche Kinder haben nie Frieden erlebt. Sie haben eine ungeheure Überlebenskraft und den Instinkt, aufeinander aufzupassen.
Ich habe mal gelesen, Freundschaft verdoppelt das Gute im Leben und halbiert das Böse. Nein, mein Lieber, seine Ehefrau muss unterschreiben. Bei ihm ist doch überhaupt nichts zu holen. Ho! Ho! Was denkst du, wieso ich gesagt habe, dass die Ehefrau mitkommen soll? Zur Dekoration? Weil ich dir dann in den Arsch trete. Ich werde dir in den Arsch treten. Hast du mich verstanden? Überfallen, stehlen, schießen. Was sollen wir dagegen machen, hä? Was wir machen sollen? Wir sollten die Großen einsperren lassen, die die Kinder zum Stehlen und Schießen losschicken. Das sagt sich so leicht, Signorina. Was soll denn? Keine Augen gebrochen. In der Zeitung, im Fernsehen heißt es, Neapel ist wieder wie neu geboren. Neapel geht es viel besser. Der große Stolz von Neapel. Ja, wo denn? Ich finde, es ist noch wesentlich schlimmer als früher. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, die Kinder sollten in den Norden zum Arbeiten gehen. Sie sollten von hier wegziehen. Was haben Sie getan? Was gibt's denn von mir? 1, 2, 3.
Jugend sind die schlimmsten. Sie werden von klein auf zu Verbrechern gedrillt. Dann jagt man sie auf die Straße wie tollwütige Hunde. Und wenn sie erwischt werden, darf man ihnen sowieso nichts tun. Ja, genau. Sperren wir sie doch gleich alle ein. Dann sind sie, wenn sie wieder rauskommen, noch größere Verbrecher. Habt ihr gesehen, was sie gemacht haben? Da! Siehst du? Willst du es noch besser sehen? Leck mich am Arsch! Wo ist Bertuccello? Was weiß ich. Dann ruf ihn an. Warte einen Moment. Da kommt er doch. Da bist du ja, Superstar. Was hast du denn? Was kann ich dafür? Du hast ein Schweineglück, das ist alles. Komm, fahren wir. Was für mich tun. Das kommt ganz drauf an. Ich sehe zu, wie ich es hinkriege, dann gebe ich dir Bescheid, ja? In Ordnung, mach's gut. Ciao. Hey, was habt ihr? Ein Rolex. Hm?
Eine Rolex. Willst du sie haben oder nicht? Bleib ganz ruhig, Junge. Tust du mir sonst was? Was sollte ich denn tun? Zeig mir mal das Ding. Nein, nicht hier, nein. Gehen wir nach hinten. Du wartest hier. Also, dann zeig das Ding mal her. Sieht ja toll aus. Du warst ja lange nicht hier. Geht sie oder nicht? Was ist das? Das ist ja kaputt. So ein Armband kriegst du für 1 Euro. Aber geht sie? Funktioniert sie? Kennst du dich mit Uhren aus? Du willst mich doch nicht reinlegen. Mach ein Angebot. Sehen wir mal. Du kostest mich wirklich eine Menge Geld. Da. Hier. Kannst froh sein. Und noch Jetons. Was, das auch noch? Das weißt du doch. Na gut. Los, gib mir noch 2. Noch 2. Grinst nur, du Kinderschänder. Wohin willst du denn? Geh schon, ich komm gleich. Spiel jetzt nicht den Beleidigten. Hey, Fabio, lass laufen! Was sollen wir jetzt tun? Das Kind ist nun mal da. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber er ist da, so ist es eben. Wo soll er leben? Sollen wir ihn in der Wildnis aussetzen? Er ist ein Bastard. Wie kannst du von mir verlangen, ihn bei uns zu Hause aufzunehmen? Ich soll ihn jeden Tag sehen müssen. Wie soll ich weiterleben? Wie soll ich weiterleben? Kannst du nicht verständnisvoller sein? Verständnisvoll? Du hast diese Scheiße gebaut und ich soll dafür Verständnis haben? Ich muss dafür die Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen? Dann zieh zu ihr. Zieh zu deinem Bastard. Zieh zu deiner Hure. Verschwinde. Gut. Ich will nicht haben. Nur das Kind. Langsam wird dich mitnehmen. Auf keinen Fall. Sie ist mein Kind. Und meins auch. Papa muss für ein paar Tage eine Dienstreise machen und kommt am Wochenende wieder. Dann gehen wir in den Zoo. Einverstanden? Hm.
Mama? Mama? Mama, wenn ich ein Brüderchen hätte, würde ich ihm meine Puppe schenken. Ich verbiete dir, Brüderchen zu sagen. Sie sind zurück. Ja, geht ihr zur Arbeit? Ja. War's gut heute? Ja. Gehen Sie schnell nach Hause, das Essen ist bestimmt schon fertig. Ja, kochen Sie auch schon. Oh, Sie sind wieder da. Ja. Guten Abend. Was gibt's heute? Eine gute Suppe mit Teigtaschen. Sehen Sie? Großvater ist zurück. Was hast du da? Hier, sieh mal. Ja? Was Großvater für dich gefunden hat. Ja, so ein schönes Geschenk. Ja? Weißt du was? Ich habe sie in der Straße gefunden, wo ich dich gefunden habe. Ist das nicht ein Zufall? Ist das wahr? Darf ich sie mal halten? Großvater, Ihr Arm ist ja kaputt. Mein Bein ist auch kaputt. Wir beide passen gut zueinander. Da hast du ganz recht, Xiao Mao. Wenn ich noch 300 Yuan spare, dann haben wir 900. Dann kannst du nächsten Sommer in die Schule gehen. Und wir können davon Schulbücher, Bleistifte und Radiergummi kaufen. Das Geld wird reichen. Großvater, du hast bestimmt Hunger. Ich habe einen Bärenhunger. Das Fleisch vom Mittagessen habe ich für dich aufgehoben. Habe ich nicht gesagt, dass du es essen sollst? Du musst doch groß und stark werden. Nein, Großvater soll sie essen. Seine Gesundheit ist noch viel wichtiger. Du musst doch Geld verdienen, sonst kann ich nicht in die Schule gehen. So ein liebes Kind. Großvater, hier sind drei Hände, die deinen Rücken massieren.
Tut das gut? Ja, das tut sehr gut, sehr gut. Xiao Mao, du sammelst hier weggeworfenes Gemüse. Ich gehe drüben suchen. Ja, pass gut auf dich auf, Großvater. Ja, ja. Kleines Mädchen. Großvater! Großvater! Komm rein. Hier ist dein neues Zuhause. Ich habe euch eine neue kleine Schwester mitgebracht. Die Sachen kannst du mir geben. Gib sie mir. Dann behalt sie. Gib her. Bitte, Boss. Hier, Boss. Hier, Boss. Was grinst du so? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Hä? Kein Geld verdient, aber großen Appetit. Du, hör gut zu. Wenn du kein Geld verdienst, wird's dir genauso gehen wie ihr. Du wirst verhungern. Hä? Ist weiter! Was gibt's da zu glotzen?
langsam. Mama macht mit dir einen Ausflug. Tante, möchten Sie eine Blume kaufen? Tante, kaufen Sie... Würden Sie mir bitte eine Blume abkaufen, bitte? Nein, ich will keine. Geh weiter. Blumen. Tante, kaufen Sie bitte eine Blume. Schöne Blumen. Danke, kaufen Nein. Sie... Kaufen Sie doch Nein! Verschwinde! Wirklich sehr schön. Für dich.
what's it to walk on a silent road, to be thirsty and wait for the rain? What is it like? You wake me up. Teach me again.